Ja, herzlichen Dank. Und ich möchte Sie ganz kurz auf ein neues, spannendes Thema einführen, wenn ich die Technik beherrsche. So. Und zwar, der Arbeitskreis Signaturen hat sich jetzt seit ungefähr einem Jahr mit einer ganz neuen Verordnung auf europäischer Ebene beschäftigt, nämlich der EU-Verordnung über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt. Das, was das Besondere an einer EU-Verordnung ist, ist, dass sie nationales Recht übersteuert. Heißt also, alles, was Sie im Bereich Signaturgesetz zum Beispiel kennen, DE-Mail-Gesetz kennen, wird eventuell durch diese EU-Richtlinie, die am 17. September 2014, also bereits in der Vergangenheit, in Kraft getreten wird, übersteuert. Wir würden ganz gerne hier vorne mal darüber diskutieren, welche Auswirkungen das auf den ECM-Markt hat und welche Auswirkungen das auch eventuell auf die Anwendungen in Ihrem Hause haben wird. Wer wir sind, möchte ich Ihnen auch kurz vorstellen. Meine Wenigkeit wurde Ihnen gerade schon vorgestellt. Kommen wir zu dem ersten Teilnehmer. Der Herr Enrico Enschiff ist Senior Business Developer bei der Bundesdruckerei. Und er sagt zu eIDAS, sie bietet für den deutschen Vertrauensbieteranbieter und ihren Hard- und Softwarepartnern eine einmalige Chance, europaweit tätig zu werden. Herr Dr. Siegfried Kaiser, Geschäftsführer von der ITOBIT GmbH, er sagt dazu, dass sie eIDAS den Behörden und Unternehmen Spielräume eröffnet, die bei der Gestaltung signaturbezogener Geschäftsprozesse von Bedeutung sein werden. Jürgen Brummer als Produktmanager bei der Develop AG sagt, da sich die technologischen Grundlagen für Signatur, Zeitstempel und Siegel nicht ändern, wird die eIDAS den ECM-Anwendern noch mehr Komfort für diese Themen bieten. Auf Basis des aktuellen Standes gibt es jedoch offene Fragen, die noch Interpretationen für die Umsetzung zulassen. Last but not least in unserer Runde, Olaf Rohstock von der Guvernicus GmbH, ein Hersteller einer SAK, sagt zu eIDAS, sie macht es uns in unserem internationalen Umfeld leichter, die Vertrauensdienste zu implementieren. Den deutschen Kunden sei die Gewissheit vermittelt, dass ihre internationalen Partner und Kunden nun einfacher mit ihnen verlässlich interagieren können. Und genau da, Herr Rohstock, ist meine erste Frage. Haben nicht gerade wir als SAK-Hersteller seit 2001 gesagt, dass alles andere in der EU und weltweit Teufelzeug ist und nur die deutschen Lösungen die Sicherheit bieten, die hier in Deutschland benötigt werden? Ja, ich bin drauf, oder? Bin ja. Ich zu hören? Ja, haben wir, lieber Herr Schuster. Warum haben wir das gesagt? Weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen seit 2001 durch die Signaturrichtlinie der EU und die Umsetzung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in die Signaturgesetze der einzelnen Nationalstaaten geführt haben. Und diese Signaturgesetze haben unterschiedliche technische Implementierungen verursacht. Die deutsche Implementierung, der deutsche Weg, ist besonders, sagen wir, sicher oder qualitativ hochwertig, unterscheidet sich aber in der Umsetzung von den anderen Nationen. Insofern gilt nach wie vor, ja, wir als SAK-Hersteller werden auch zukünftig sehr verlässliche Signaturanwendungskomponenten bereitstellen, die aber weniger als bisher sozusagen zwei- oder dreimal neu implementiert werden müssen, wenn wir sie außerhalb Deutschlands anbieten oder Zertifikate, die in anderen europäischen Mitgliedstaaten erzeugt worden sind, akzeptieren, prüfen und verifizieren können müssen. Okay. Eine ziemlich gleich lautende Statement hat Herr Enschel von der Bundesdruckerei geliefert gehabt. Nun fragt man sich, über Jahre wurde der neue Personalausweis, Lösung für den neuen Personalausweis entwickelt. Gerade die Bundesdruckerei hat da sehr, sehr viel getan, um dieses nationale Projekt nach vorne zu bringen. Sei es die eID, sei es die Signatur auf dem Personalausweis. Und jetzt auch aus Ihrem Hause, hervorragend, jetzt machen wir alles EU-konform. Ja, das widerspricht sich nicht. Also wir haben jetzt tatsächlich die einmalige Chance, mithilfe der EU-Verordnung eine Lösung zu kreieren, wo auch der Personalausweis integriert ist, auch mit den ganzen Funktionen der Online-Ausweisfunktion als auch der Signaturfunktion. Wir haben die Möglichkeit, diese Lösung jetzt zu erweitern, auch um andere Mechanismen, um andere Arten, wie man dann zukünftig unterschreiben kann. Benutzerfreundlicher,
tatsächlich EU-weit. Und deswegen begrüßen wir diese Verordnung auch. Okay. Der Herr Brummer von der Develop, vielleicht erinnerten Sie sich, sagte, für uns bleibt alles, wie es ist. Zwei Statements hatten wir, es wird eigentlich alles viel besser. Warum bleibt es dann für den ECM-Anwender oder aus Ihrer Sicht so, wie es momentan ist? Also grundsätzlich ändert sich für den ECM-Anbieter nicht viel, weil die Schnittstellen in dem Sinn für uns gleich bleiben. Denn es ändert sich ja nur die Technologie, die die SAK-Anbieter, wie hier mit der Governicus oder mit der Intasis, verändert werden müssen. Und ja, ich sehe halt aber dieses Jedoch, denn wir haben noch ein paar so Durchführungsakte, die nicht terminiert sind. Und da sind doch noch ein paar Punkte drin, die in meinen Augen oder in unseren Augen umgesetzt werden müssen oder definiert werden müssen. Ansonsten würde das ein bisschen zu einem Chaos führen, in meinen Augen. Vorteile von dem Ganzen, von dieser EU-Verordnung ist darin gegeben, dass eben Punkte drin sind, dass man HSM zum Beispiel nutzen kann, sodass ich in einer Workflow-Applikation heute nicht mehr an jedem Arbeitsplatz eine Signatur, die Signaturkarte und einen Kartenleser haben muss, sondern wo es wirklich nur einer mal im Monat vielleicht irgendwas freigeben muss, ich das Ganze über eine zentrale Einheit steuern kann. Das sind so die Vorteile. Der nächste Vorteil sehe ich in dem Bereich, im Cloud-Bereich. Ja, wir eigens haben die Cloud-Lösung und in dem Bereich können wir uns mit einer Anmeldung, heute machen wir das schön und gut mit dem Personalausweis, aber was mache ich mit einer Schweizer Karte? Muss ich jede einzeln einbinden? Habe ich allerdings, Schweiz ist sowieso ein spezielles Thema, ja. Aber auch wenn man jetzt mal in die EU geht mit einer österreichischen Karte und so weiter, wenn da eine Einheit da ist oder eine einheitliche Anmeldung, eine Identity geschaffen wird, somit können auch die, sag ich mal, Bürger oder die Bewohner und Personen aus dem Ausland sich über die gleichen Lösungen anmelden und wir implementieren es nur noch einmal. Heute einmal. Das klingt ja eigentlich von der Integration in ein ECM-System sehr vielversprechend. Alle Zertifikate auf dem HSM, ich brauche vielleicht keine Kartenleser mehr, das Distributieren der Zertifikate ist wesentlich einfacher geworden. Aber vielleicht, Herr Ruschnick, Herr Enschiff, war nicht genau das in der Vergangenheit immer die große Herausforderung? Wollten wir es da nicht sehr, sehr sicher haben? Kann man überhaupt Konzepte draußen im Markt anbieten, dass man sagt, man hat die Signatur nicht mehr auf einer Smartcard dabei, sondern sie liegt in einem Unternehmen, zentral auf einem Server oder vielleicht sogar bei einem Vertrauensdienstanbieter? Ja, also das sind genau die Überlegungen, die eben halt mit dieser Verordnung eben halt getragen werden, dass man zukünftig tatsächlich nicht zwingend immer diese Karte benutzt, sondern eben halt auch zukünftig solch einen HSM hat, wo zum Beispiel Schlüsselmaterial vorgehalten wird und auch die Zertifikate und man selbst nur noch die Signatur auslöst mittels eines Devices, wie zum Beispiel eines Smartphones oder dergleichen. Da sind genau die Erfahrungen auch von den letzten 17, 18 Jahren Signaturen eingeflossen. Man möchte jetzt dieses Thema zum Fliegen bringen, man möchte jetzt einen EU-Binnenmarkt schaffen, wo man Signaturen benutzen kann und es einfach keine Rolle spielt, aus welchem Mitgliedstaat der EU man kommt, was man für ein Medium hat, es soll einfach funktionieren. Darum geht es. Okay. Ja, vielleicht darf ich noch ergänzen, dass neben dem offensichtlichen einfacher werden natürlich auch in den letzten 18 Jahren auf Seiten der Trust Center, der Regulierungsbehörden und der Aufsichtsbehörden Erfahrungswerte sozusagen gesammelt werden konnten, wie man Funktionen, die vorher zentral oder dezentral vorgehalten worden sind, sicher dezentral organisieren kann und was dabei zu beachten ist. Denn die EIDAS beschreibt ja nicht nur simpel, lieber Jürgen Brummer, du kannst jetzt auch ein HSM nehmen für die QES, das ist qualitativ nur ein begrenzter Vorteil, weil man kann serverseitig signieren, schon lange. Man muss dafür immer noch eine qualifizierte Signaturkarte nehmen, die einer Person zuzuordnen ist, ja. Aber das ist juristisch letztendlich sehr nah an dem, was die EIDAS jetzt regelt. Die EIDAS regelt die Vertrauensdienste und das ist ganz wichtig. Hier wird nicht Technik geregelt über Signaturrichtlinien oder Signaturgesetze, sondern Vertrauensdienste, Vertrauensanker sollen gesetzt werden, dass Identitäten, die an unterschiedlichen Orten der Welt sich nicht kennend, trotzdem einander vertrauen können, weil die Identitätsmerkmale und die Kommunikationsstrecken auf bestimmte Arten und Weisen implementiert sind, die einem EU-weiten Standard folgen. Das ist das Ziel. Und ja, da ist noch ein Stück Weg hin, weil eine Verordnung
die unmittelbar wirkt und Rechtswirkung entfaltet, hat gesetzgebenden Charakter. Aber wie wir alle wissen, unterhalb von Gesetzen braucht es dann tertiäres Recht, also Umsetzungsverordnung, Durchführungsverordnung, die auf EU-Ebene dann relativ unmittelbar den Herstellern wie uns, den Trust-Centern, ihr seid ja auch SAK-Hersteller, genau sagen, wie diese Standards aussehen sollen. Jetzt haben wir von den Herstellern sehr viel gehört, dass die Welt positiver und bunter und schöner wird. Aber vielleicht an Sie, Herr Dr. Kaiser, der auch gesagt hat, es wird schöner, bunter und besser. Die Frage, ist denn der Markt, und Sie sind ja sehr häufig bei Kunden draußen, um dieses zu beraten, überhaupt noch der ganzen Sache offen gegenüber, nach zig Jahren elektronischer Gesundheitskarte, nach zig Jahren Personalausweis, elektronischer Aufenthaltstitel, die E-Mail-Gesetz, E-Government-Gesetz, tausende von Änderungen, kein Mensch weiß eigentlich, was ist heute noch richtig und was ist falsch. Hat eigentlich der Kunde dafür noch ein Ohr? Wird es für ihn wirklich angenehmer und schöner werden? Ja, wir reden ja in vielen Fällen nicht einfach von freiwilligen Dingen, die er macht, weil er das so schön findet, sondern in vielen Dingen sind es einfach regulatorische Anforderungen, denen er genügen muss. Zum Beispiel eben, Herr Brummer hat es eben schon angesprochen, wenn Sie einen Freigabeprozess haben, bei einer Eingangsrechnung zum Beispiel, da muss die angeordnet werden, die muss mit einer Unterschrift unterschrieben werden in der öffentlichen Verwaltung. Das ist nun mal so. Wenn ich diesen Prozess digitalisieren möchte, dann komme ich letztlich um Signaturen nicht drumherum, um elektronische Signaturen. Und dann ist es natürlich ganz entscheidend, ob ich die Hürden dafür niedriger machen kann. Das ist also nicht so sehr, dass ich das so schön finde, dass ich da signieren muss, sondern es ist eine rechtliche Anforderung, damit ich auch letztlich so eine Anordnung jemand zurechnen kann. Aber eben auf der anderen Seite habe ich bisher die organisatorischen Hürden sehr hoch gesetzt. Nicht nur die technischen Hürden. Ich musste Signaturkarten beschaffen. Ich musste die Lesegeräte beschaffen. Dann sind die Signaturkarten verloren worden. Dann sind die PINs verloren worden. Es gab immer sehr viele Hürden, die diesen Prozess sehr kompliziert gemacht haben. Und da besteht einfach die, denke ich, berechtigte Hoffnung, dass das einfacher wird und von daher solche Prozesse dann auch besser in die Breite kommen. Ich kenne eine ganze Reihe Kunden, die genau aus diesen Gründen, weil sie sich vor diesen Hürden gefürchtet haben, solche Prozesse einfach nicht umgesetzt haben. Und das sehen wir genauso bei Scan-Prozessen oder sonst wo. Also wir haben eine ganze Reihe Prozesse, wo wir eigentlich diese Techniken einsetzen könnten und wo ich denke, wo die eIDAS jetzt uns eine ganze Menge Möglichkeiten einräumt, Dinge auch etwas einfacher zu machen und damit letztlich auch mehr in die Breite zu kommen. Stehen wir denn eigentlich dann mit der eIDAS wieder sehr am Anfang einer Entwicklung oder kann man hier wirklich sagen, man schöpft aus dem europäischen Gesamtwissen deutsche Sicherheit und vielleicht französischer Komfort? Wie sehen Sie das? Ja, also für uns gesprochen, also die Governicus KG, kann ich sagen, ist wirklich so gemeint, wie ich das in meinem Statement gesagt habe. Endlich gibt es den Rechtsrahmen dafür, europaweit Dinge tun zu können, die technisch mit etwas Aufwand schon vorher möglich waren, aber keinem wirklich juristisch sicheren Rechtsrahmen gefolgt sind. Wir sind seit nunmehr über 10 Jahren in europäischen Projekten unterwegs. Mit anderen Mitgliedstaaten implementieren wir für die vertrauliche Datenübermittlung, für die Authentisierung gemeinsame Lösungen, auch für die Langzeitaufbewahrung und haben uns in der Vergangenheit immer sehr, sehr schwer getan, italienische, griechische, polnische, holländische, französische, spanische Standards, maltesische und andere unter einen Hut zu bekommen, was technisch durchaus möglich, aber eben aufwendig ist. Und wenn wir als uns dann vorstellen, dass wir eben nicht in einem kleinen Monokosmos Deutschland wirtschaftlich aktiv sind, sondern ja alle, die wir wirtschaftlich aktiv sind, mehr oder weniger auch internationale Kontakte haben und internationale Geschäftsbeziehungen, dann ist das doch ein Umstand, der mich sehr froh stimmt, dass es da dann innerhalb der Durchführungsverordnung die entsprechende Standardisierung geben wird, die es uns als Herstellern möglich macht, euch als ECM-Anbietern basierend auf den bisherigen Schnittstellen. Vielleicht brauchen wir dann 1-2 europäische Erweiterungen, aber die braucht man dann initial 1-2 Mal, baut sie und dann funktioniert es eben auch. Nun hat aber jede Medaille seine zwei Seiten.
Die eine Seite ist für uns als deutsche Anbieter gerade hervorragend genannt worden. Die andere Seite heißt genauso, wir haben noch damit auch Wettbewerb aus dem Ausland zu erwarten. Aus dem Ausland vielleicht, die heute schon die Technologien einsetzen, die wir noch nicht so einsetzen. Hat man da eine gewisse Schwellenangst vor? Sind wir diesem Wettbewerb gut gewappnet? Wie sieht zum Beispiel die Bundesdruckerei sowas? Also ich denke schon, mit Sicherheit werden andere Anbieter auf den Markt treten in Deutschland, das ist gar keine Frage. Wir sind im europäischen Markt, also insofern wird es diese Konkurrenz geben und es ist auch gut so, weil es einfach auch beflügelt. Es gibt dann auch die Möglichkeit, genau über diese technologischen Ansätze zum Beispiel zu argumentieren, um eben halt neue Wege auch gehen zu können, wie man zukünftig sich ausweist, elektronisch übers Internet oder wie man zukünftig dann auch Unterschriften tätigt. Und das ist durchweg positiv. Also ich sehe das nicht als ein Negativum. Natürlich muss man auch sehen, müssen wir uns dann auch bewegen. Ja? Wir müssen halt auch schnell sein. Der Punkt bewegen, Sie kennen alle diese Liste, ich habe sie für Sie noch mal kurz zusammengestellt. Bewegen muss relativ schnell gehen. Denn wie gesagt, die Richtlinie wurde bereits am 17. September 2014 verabschiedet und hat jetzt sozusagen eine Frist in sogenannte delegierte Rechtsakte, Umsetzungsvorschriften und so weiter und so fort. Was dann dazu führen soll, dass bereits die ersten Durchführungsrechtsakte so weit sind, dass die Sicherheitsniveaus voraussichtlich ab September 2015 schon in die Zertifizierung gehen könnten. An die Hersteller in dieser Runde, das ist ein hehres Ziel, weil die Akte, die dafür definiert werden müssen, sind alle noch nicht fertig. Und wir wollen uns dem Wettbewerb stellen, 2015 Lösungen zu haben, die in die Notifizierung reingehen. Also Notifizierung ist ein recht sensibles Thema, weil Notifizierung bedeutet im Prinzip, dass ein Mitgliedstaat die Möglichkeit hat, einen bestimmten Mechanismus zu melden, worüber zukünftig seine Bürger sich im Internet ausweisen können. Und jeder Behörde es somit möglich ist, darüber auch ein Entgegennehmen seiner Identitätsdaten zu realisieren. Diese Notifizierung muss letztendlich erst 2018 vollständig von jeder Behörde anerkannt werden. Also insofern hat man ab 2015, das war sehr positiv, dann den Weg bis 2018 zu sehen, okay, welche Systeme gibt es ja alle und wie muss man sie dann entsprechend auch unterstützen. Das ist eher eine Herausforderung für die Softwarehersteller. Okay. Da denke ich, das ist okay. Das ist sehr positiv. Ja. Ja, ergänzend dazu sitzen wir hier nicht umsonst im Bitkom-ECM-Forum und tragen vor aus dem Arbeitskreis ECM und Signaturen. Wir sind in diesem Arbeitskreis mit dem Thema EIDAS-Verordnung ja nun schon mehr als annähernd 2 Jahre konfrontiert, haben in engen Austausch und Abstimmung mit Referenten aus ETSI, das ist ein europäisches Standardisierungsgremium, gestanden. Uns hat der Herr Altmeppen aus dem Bundesministerium für Wirtschaft regelmäßig berichtet, von uns Impulse bekommen, wie er möglicherweise Einfluss nehmen kann im Entstehungsprozess der Verordnung, die als sekundäres Recht ja nun in Kraft getreten ist und auch bei den tertiären Rechtsakten, das heißt die Umsetzungsverordnungen und Durchführungsrechtsakte, wird es sozusagen auch seitens dieses Verbandes Einflussnahmemöglichkeiten geben. Wir haben es gerade im Vorfeld besprochen, wie wir das dann möglicherweise auch organisieren können. Und das macht eben auch für uns als SAK-Hersteller, wahrscheinlich für euch als ECM-Hersteller, die sozusagen Verbandsarbeit so sinnvoll, dass man sehr rechtzeitig Einfluss nehmen kann auf Nuancen in der Legislativen und schon relativ früh Bescheid weiß, wie man die eigenen Implementierungen, in welche Richtung man sie ausimplementieren muss, welche Codebasis, ist gar nicht die Frage, aber welche Algorithmen bei Sicherheitsthemen wie Identitäten, Verschlüsselung, Verifikation sind denn überhaupt noch relevant in 2-3 Jahren? Wer ist denn die relevante Aufsichtsbehörde? Das ist ja ein ganz massiver Einschnitt sozusagen in das Tun der Bundesnetzagentur, die eben kein Regulativ mehr, sondern nur noch eine Aufsichtsbehörde ist, in Klammern nur noch. Wahrscheinlich wird sie viel mehr zu tun bekommen als bisher. Aber das noch eine Ergänzung von der Anwenderseite her.
für mich ist es positiv, dass mit diesem Handlungsdruck, der da durch diesen Fahrplan erzeugt wird, auch die öffentlichen Verwaltungen in Deutschland unter Handlungsdruck geraten. Die müssen nämlich bis 2018 spätestens elektronische Identitäten und Signaturen zwar auf der einen Seite aus anderen EU-Staaten, aber vor allem eben auch aus Deutschland anerkennen, mhm, flächendeckend. Mhm. Da haben wir dann also keine Ausrede mehr, dass das nicht geht, dass es irgendwo in nationalem Recht noch nicht geregelt ist, noch nicht vorgeschrieben ist, sondern hier haben wir EU-Recht und das zwingt den öffentlichen Bereich in Deutschland bis 2018 die komplette elektronische Kommunikation von außen anzuerkennen. Nun hatte ich in dem Statement von dem Herrn Brümmer auch so ein bisschen Befürchtung gelesen, nämlich alles gut und schön, rein technisch in Ordnung, aber es gibt noch einige Fragen, die sich deutsche Industrie, ECM-Hersteller, SAK-Hersteller oder Trust-Center stellen, die ja eine gewisse Interpretation noch bedürfen. Ja, kann das für uns gefährlich werden? Also grundsätzlich, wenn man sich die EU-Verordnung durchliest und eben diese Durchführungsakte sich mal anguckt, gibt es schon noch Dinge, vor allem in der Interoperabilität zwischen den ganzen Systemen, wie das alles wirklich funktionieren dann soll. Da gibt es noch mehrere Fragezeichen aus der Sicht von uns her, auch von dem Gremium des Bitkoms. Ja. Auch der Sprachgebrauch, den man dann teilweise da drin liest, der ist etwas anders wie heute. Ja. Weil wenn es ein qualifiziertes Zertifikat für fortgeschrittene Signaturen gibt und ein qualifiziertes Zertifikat für Signaturen gibt, das gibt es heute in Deutschland nicht. Heute gibt es in Deutschland eine qualifizierte Signatur oder eine fortgeschrittene Signatur und eine einfache Signatur. Und dann noch mit Akkreditierung oder nicht. Aber wie gesagt, wir werden uns auf andere Sprachgebrauch einstellen müssen und es muss halt bis zu den Anwendern durchkommen und bis zu den Endanwendern bzw. zu den Entscheidern. Das ist schon noch so, sind so die Punkte, die von dieser EU-Verordnung noch zu klären sind und noch der Masse dargestellt werden muss. Nun haben wir hier seitens des Arbeitskreises Signaturen ja schon häufiger mal eine Podiumsdiskussion durchgeführt, auch zu den großen deutschen Themen, die wir so vor uns haben. Da gibt es technische Richtlinien zum rechtssicheren Scannen, TR-Resi-Scan, zur Langzeitarchivierung, TR-ESOR oder andere Großprojekte im Gesundheitswesen, E-Justice-Gesetz, E-Government-Gesetz. Sind wir da in Deutschland gut aufgestellt mit dieser Gesetzgebung, mit dem, was wir heute tun? Im Zuge der eIDAS wird das aus Ihrer Sicht heute genügend berücksichtigt oder gibt es da noch Handlungsbedarf? Herr Rohstock, ich weiß, dass Sie antworten wollen. Natürlich ist alle Zukunft grau. Und wenn Umsetzungsrechtsakte, also tertiäres Recht, heute noch nicht zu Ende geschrieben ist und das Papier noch nicht zu Ende geschwärzt ist, dann wäre ich verwegen, wenn ich sagen würde, das wird uns alles gar nichts ausmachen, dass Richtlinien, so wie sie heute sind, einfach gut sind, stimmt, weil heute sind sie gut, weil sie als Richtlinie nämlich eine Orientierung geben, demjenigen, der etwas umsetzen möchte. Ob sie in der Ausformulierung, wie sie heute existieren, im Jahr 2018 oder 2025 noch gut sind, kann ich nicht sagen. Das wird sich auch keiner von Ihnen trauen. Was ich aber weiß, obwohl ich einer der Jüngeren bin, hier sozusagen in dieser Runde, wenn ich das so sagen darf, gerade die von Ihnen referenzierte technische Richtlinie zur Beweiswerterhaltung hat schon eine Novellierung erfahren und erfährt aktuell eine zweite. Und das innerhalb von einem Lebenszyklus von 3 Jahren. Da muss ich vielleicht sogar der Aufsichtsbehörde BSI ein Lob aussprechen, dass die Geschwindigkeit und Beweglichkeit gar nicht so schlecht ist. Und wenn die Aufgabe, sozusagen die Durchführungsverordnung auch zu begleiten, also die Umsetzungsrechtsakte zu begleiten, vom BSI ernst genommen wird, dann werden möglicherweise Diskrepanzen, die eventuell heute noch existieren, in der Richtlinie angepasst und von den Herstellern umgesetzt werden müssen. So ist das Leben. Herr Enschef, wenn wir solche langfristigen Projekte wie E-Justice oder E-Government, die wollen irgendwann auf Papier im Jahre 2020 verzichten, planen dafür heute, 2016 gibt es eine neue EU-Richtlinie, die andere Möglichkeiten bietet. Fühlen
Sie sich da als Hersteller, als Anbieter solcher Lösungen gut aufgehoben in Deutschland? Ich denke schon. Also wir passen uns einfach an. Wir schauen uns die Sachen an, was an uns herangetragen wird, wie sich die regulatorischen Rahmenbedingungen darstellen, welche technischen Richtlinien existieren, und dann reagieren wir. Also das ist ein ganz normaler Prozess für uns. Unsere Software wird weiterentwickelt. In diesem Rahmen werden wir das eben halt auch machen. Die Herausforderung wird tatsächlich eher sein, eine Transformation von Bestandssystemen hin in zukünftige Systeme. Aber dieses ist auch eine Herausforderung, der man sich täglich stellen muss. Ja, also ich glaube, das ist ganz normal. Okay. Herr Dr. Kaiser, jetzt haben wir viel über die Möglichkeiten gesprochen, wenn wir wieder zu Ihren Kunden zurückgehen werden. Was empfehlen Sie denen morgen? Also ganz definitiv den Kopf in den Sand stecken, das ist die falsche Strategie. Sondern ganz klare Empfehlung ist, die Möglichkeiten, die in der eIDAS drinnen stecken, offensiv angehen und umsetzen. Das wird auch, da gebe ich Herrn Rostock ohne Einschränkung recht, das wird auch sicherlich letztlich mit solchen Richtlinien wie mit der TA-RISI-Scan oder einer TA-ESOR passieren und auch passieren müssen, die ja im Moment sehr stark auf qualifizierte elektronische Signaturen ganz zentral zugeschnitten sind. Ansonsten ist da nichts drinnen, aber die werden halt aufgebohrt werden können, zum einen können, aber auch müssen. Und genauso müssen auch die Kunden, also die Kunden in der öffentlichen Verwaltung, müssen sich genauso diesem Prozess auch stellen, müssen sich überlegen, an welchen Stellen habe ich Handlungsspielräume, und die müssen auch ausgenutzt werden, sollten ausgenutzt werden. Das ist meine Empfehlung. Und ich denke, die Kollegen sind auch eigentlich offen für solche Themen. Eigentlich. Man muss natürlich an die richtigen Leute kommen. Es hängt immer an den Nasen, das ist keine Frage. Es hängt ein bisschen an den Gelegenheiten. Es wäre aber sicherlich falsch und eine vertane Chance, wenn die Möglichkeiten mit der eIDAS, die wir jetzt haben, einfach ungenutzt liegen bleiben würden. Aber Herr Brümmer, ist das nicht eine für die nächsten 2 Jahre sehr schier unfassbare Herausforderung? Sie im Kundengespräch auf Basis der heutigen Technologien, Gesetzesgebung, die Kunden wollen was bewegen, sie wollen im Bereich des rechtssicheren Scans nach vorne gehen, sie wollen Freigabeprozesse der Schriftform gleichkommen lassen, halt signieren. Aber im Hinterkopf wissen Sie ganz genau, in 2 Jahren, in 1,5 Jahren, kann man es viel einfacher technologisch und viel komfortabler für den Kunden lösen. Wie sieht Ihre aktuelle Vorgehensweise aus? Ja, aber da muss ich mich schon dem Herrn Dr. Kaiser anschließen. Ja, warten oder stehen bleiben bringt nichts. Wenn, dann muss man nach vorne gehen. Ich glaube jetzt vielleicht das andere Mikrofon nochmal, weil die Technik ist schon wieder dabei. Ja, muss gehen. Also grundsätzlich empfehlen wir unseren Kunden natürlich jetzt umzusetzen und auch jetzt auf eine TA-RISI-Scan oder TA-ESA zu setzen. Denn der erste Punkt ist, bis wann wird das Ganze umgesetzt? Es gibt die Termine, ja. Wir kennen aber viele Termine, die dann doch nochmal wieder verschoben worden sind. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig bei sowas. Und darum sage ich mal, jetzt umsetzen, weil wenn ich es 2 Jahre später mache und dann wird was verschoben, dann bin ich einfach viel zu spät dran. Das ist ganz klar. Und der zweite Punkt ist der, für den Benutzer wird es vielleicht vorne, oder es wird einfach gegebenenfalls. Es muss nicht immer so sein. Und bei einer TA-ESOR zum Beispiel wird es für den Benutzer überhaupt nicht einfacher, weil der sieht die heute auch nicht. Da sprechen wir über eine Technologie, die hinten dran hängt, und ob sich die dann ändert im Bauch oder nicht ändert, das ist für den Endanwender erstmal gar nicht ersichtlich, ja, wenn wir über TA-ESOR sprechen. Ja. Bei einer TA-RISI-Scan sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, wenn man über Dokumente spricht, die hoch oder sehr hoch eingestuft sind, wo ich qualifiziert signieren muss. Ja, da können wir diskutieren, aber bei der TA-ESOR in meinen Augen wenig bis nichts, sondern die kann man jetzt einsetzen. Es kann sein, dass sich in 3, 4 Jahren die Technologie ändert, muss sich nicht ändern, kann sich ändern, wie es der Dr. Kaiser gesagt hat, dann wird es vielleicht was anderes werden. Aber wir sind in der IT-Welt, da werden sowieso alle 3 Jahre die Systeme ausgetauscht, und dann sind wir genau in 2018. Okay. Ja, wir haben fast das Ende unserer kleinen Podiumsdiskussion erreicht. Und wie das ja heute so üblich ist, ganz gerne nochmal von jedem einen kleinen Wunsch. Herr Rostock, im Zuge der eIDAS, was würden Sie sich denn von einem Trust Center wünschen?
Schlingel, die war nicht abgesprochen. Was würde ich mir denn wünschen von einem Trust Center? Also, ich muss da über andere Trust Center sprechen, da kann ich nicht über die Bundesdruckerei sprechen. Ein weil Wunsch. Wir haben uns wunderbar miteinander eingeruckelt. Wir wissen, wann, wo, welche Zertifikate in welchen Architekturen veröffentlicht werden. Ich wünsche mir, dass so wie mit euch, wie es mit euch klappt, dass es dann mit denen in Europa auch klappt, die heute schon auf der Trusted Service List stehen, dass man proaktiv weiß, wie Signaturen von der Architektur her aufgebaut sind, um sie in Signaturanwendungskomponenten richtig einbauen zu können. Okay. Das wäre mein Wunsch. Herr, das ist eine Lernkurve. Als ECM-Hersteller, was wünschen Sie sich von den SAK-Herstellern? Ja, von den SAK-Herstellern würden wir uns natürlich wünschen, wie es heute bei der TAE so ist. Ich habe eine definierte Schnittstelle oben, wie hier eine S4, mit der wir sprechen. Sowas wäre optimal, wenn ich mit jedem SAK-Hersteller die gleiche Schnittstelle ansprechen könnte. Da muss ich nicht 1, 2, 3, 4 Mal implementieren, jedes Mal für einen neuen SAK-Hersteller, sondern ich könnte mit jedem gleich kommunizieren und gleich sprechen. Okay. Herr Dr. Kaiser, draußen im Feld sind Sie, der die Kunden draußen berät. Was wünschen Sie sich von den umfassenden Systemen eines ECM-Herstellers im Punkt der eIDAS? Also ich wünsche mir für den, für die Anwender, dass die ECM-Hersteller ergonomische Lösungen für die verschiedenen Signaturlösungen, die sich da jetzt auftun, einfach, dass da ergonomische Lösungen bereitgestellt werden, die man dann gut in die Arbeitsprozesse integrieren kann. Last but not least, das Trust Center. Nach so vielen Jahren im Markt, welche Erwartungen haben Sie in den nächsten Jahren im Punkt der eIDAS an die beratende Zunft draußen? Dass sie dem Thema positiv gegenübersteht. Dass sie nicht sagt, okay, das ist jetzt eine Technologie, warten Sie mal bitte ab. In 5 Jahren, 10 Jahren hat die sich gesetzt. Sondern dass es eben halt sehr positiv nach draußen kommuniziert wird, dass auch die ganzen Möglichkeiten, die sich durch die eIDAS eben halt auch bieten, wie zum Beispiel Organisationszertifikate, dass Unternehmen zukünftig signieren können, als ihre eigene Identität als Unternehmen quasi nach außen kommunizieren können, dass das eben halt auch kommuniziert wird, dass eben halt die ganzen technologischen, positiven technologischen Möglichkeiten eben halt dargestellt werden. Das würden wir uns wünschen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Wünsche. Ich hoffe, dass sie in unser aller Sinne in Erfüllung geht. Darf mich bei Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wenn Sie Fragen an die Fachleute, an mich haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne noch etwas zur Verfügung. Und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr an dieser oder anderen Stelle wiedersehen können und vielleicht hinter einigen Wünschen Haken hintermachen können, hinter einigen Dingen, die wir vorausgesehen haben, auch einen Haken hintermachen können und die Dinge, die uns heute noch ein bisschen Bauchschmerzen machen, dass wir sie gestrichen haben. Herzlichen Dank.